Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Dark and Light. Nachdem das in den vergangenen Folgen mit dem Baumbart, mit dem ollen End nicht funktioniert hat, mit dem Zähmen und mein Pool of Revival ist immer noch unsichtbar, wie ihr hier sehen könnt, habe ich mir vorgenommen, jetzt etwas komplett anderes zu zähmen. Irgendwas Großes möchte ich mir jetzt zähmen. Wir werden jetzt mal einfach mit dem Griffin ein bisschen rumfliegen und das erstbeste coole Tier, das wir sehen, werden wir versuchen zu zähmen. Zu diesem Zweck habe ich mir ein paar Pfeile gemacht und zwar vor allem diese verbesserten Betäubungspfeile, die lade ich hier gleich mal in die eine Armbrust rein und dann die anderen normalen Pfeile zum Abwehren von Viechern lade ich in die andere Armbrust rein, damit wir da jetzt entsprechend vorbereitet sind gleich und dann würde ich doch mal sagen, fliege ich doch mal gleich los. Hui! Also es gibt ja wirklich noch einige Viecher, für die ich Sättel machen kann, die ich auch noch nicht gesehen habe. Zum Beispiel, wir gucken mal ganz kurz rein, bei Knowledge steht das ja alles. Wir sehen ja hier zum Beispiel, ich habe ja mittlerweile auch schon die Möglichkeit, einen Yeti-Sattel zu machen. Ich habe die Möglichkeit, einen Griffin-Sattel zu machen, den haben wir ja schon. Ich habe die Möglichkeit, einen Bahamut-Sattel zu machen. Keine Ahnung, was das sein soll, vielleicht so ein großer Elefant. Dann habe ich die Möglichkeit, Mastodon-Sattel zu machen. Ich habe die Möglichkeit, Bären-Sattel zu machen. Das ist auch so eine Sache, ich möchte unbedingt mal einen Bär zähmen. Ich habe sogar auch schon Sättel gecraftet für die. Wyvern, gut, haben wir schon gezähmt. Und bei mir hier in der letzten Stufe, in der achten, kommt dann auch noch Infernus-Drachen, die haben wir von oben schon gesehen, auf der Vulkaninsel. Dann Nidhogg-Sattel, ja, den haben wir auch schon gesehen. Und Frostdrachensattel. Das heißt, da gibt es noch einige coole Viecher. Am liebsten würde ich jetzt ja mal einen Yeti zum Beispiel finden. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich weiß noch gar nicht, wie die aussehen. Ja, Yetis sind eigentlich ziemlich cool. Würde ich gerne einen haben, tatsächlich. Ein großes, fälliges Wesen. Ich meine, es gibt ja auch noch diese Rock-Elementals, diese Steinwesen hier unten. Die könnte man auch noch mal versuchen. Vielleicht geht es ja mit den Stein-Elementals, wenn es schon mit den Ents nicht geht, mit dem Wiederbelebungszähmen. Aber ich sag's mal so, ich lasse jetzt erstmal Elemental-Zähmen außen vor, weil ich nicht genau weiß, wie das genau funktioniert. Und vielleicht gebt ihr mir ja auch noch Tipps, was das angeht. Und ja, vielleicht kann ich das dann viel schneller umsetzen, wenn ich dann genau weiß, wie es geht. Oh, da ist eine schwarze Wyvern rechts. Die FPS brechen gerade mal wieder so richtig schön ein. Einer hat mir irgendwie den Tipp gegeben, ich soll doch am besten eine SSD installieren in meinem System. Dann würde das nicht mehr so ruckeln. Aber das stimmt nicht, weil ich habe nämlich schon eine SSD. Das ist der erste Punkt. Da, wo auch das Spiel drauf installiert ist und mein Windows. Also daran liegt es nicht. Und außerdem sind SSDs sehr, sehr untergeordnet verantwortlich für Framerate-Verbesserungen. Hey, da unten ist ein Bär! Da ist ein Bär! Zwei Bären und Wölfe. Greifen die sich gegenseitig an? Wartet mal, da muss ich jetzt mal gucken. Was ist denn jetzt los? Was brutzelt denn hier? Irgendwas brutzelt. Das ist, glaube ich, nur mein Fluggeräusch. Okay, ich habe Bären gefunden. Das ist natürlich sehr nice. Da ist noch ein Bär. Ein schwarzer Bär. Ich glaube, ich bin im Bärenland. Da bin ich hier genau richtig. Okay. Wenn ich hier hochgehe, dürften die doch eigentlich nicht den Weg zu mir finden. Oder? Was ist das da? Ein Panther. Die sollen ja irgendwie total overpowered sein, die Viecher. Habe ich mir sagen lassen. Das habt ihr mir geschrieben, dass die irgendwie total krass sein sollen. Deswegen sollte ich den vielleicht gleich erstmal platt machen. Macht ganz schön Aua auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Ich mache den jetzt gleich mal tot hier, ne? Level 44. Und dafür hat er schon ganz schön Aua gemacht an meinem Griffin. Aber gut, mein Griffin ist ja auch nur Level 37. Und es wurde auch schon gesagt, also die Community hat sich auch schon beschwert darüber, dass die Panther so krass sind. Und man hofft, dass die Panther von den Entwicklern entsprechend genervt werden. Ich finde das witzig, er wedelt hier eigentlich gerade nur mit den Flügeln und trotzdem baut er dabei den Panther ab. Das ist irgendwie lustig. Das sind die Flügel des Todes, die Schwingen des Todes sind das hier. So, wir brauchen ja Fleisch, ne? Deswegen mache ich das jetzt hier gerade. Und das Hide aus dem Vieh können wir eigentlich auch gut gebrauchen. Wenn wir dann auch größere Sättel machen. Ich würde sagen, ich versuche mir jetzt mal hier so einen Bären zu zähmen. Aber die Wölfe nerven irgendwie. Aber es ist interessant, dass Wölfe und Bären sich anscheinend vertragen hier in dem Spiel. Die greifen sich nicht gegenseitig an. Das ist eigentlich sehr sozial. Muss ich jetzt mal sagen an der Stelle. Also das ist echt nett. Kann man nicht anders sagen. Ich weiß nur nicht genau, was passiert, wenn ich dann so einen Bären zähme. Da hinten ist noch ein Panther. Ich müsste eigentlich erstmal so einen Bären weglocken. Ich müsste den erstmal irgendwo anders hinlocken. Oder zumindest erstmal versuchen, hier die Wölfe zu töten. Und die ganzen anderen Viecher. Oh, der Bär kommt. Der Bär! Moment, ich will mal gerade schauen. Kommen die hier hoch? Nö.
Kommt der Bär hier hoch? Nö. Ihr kommt hier nicht hoch. Na, 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 na. Oh, da ist ja. Hör, der Bär ist gerade aufgeplöpst. Habt ihr das gesehen? Your Griffin killed a wolf. Ja, das ist gut. Oh nein, ich sollte sie vielleicht nicht hier den flachen Hang hochlocken, weil das könnte ins Auge gehen, weil dann finden sie nämlich den Weg. Guck, wie sie fressen. Das ist nicht schön. Ah! Also die Bären sind nicht wie in Ark so gechillt, solange bis man auf sie zuläuft. Die Dark and Light Bären sind aggro. Permanent aggro. Machen die sich jetzt gegenseitig Schaden, wenn die da fressen? Man weiß es nicht. Das ist halt auch blöd, da kann man jetzt natürlich auch nicht ranlaufen und mal gucken, was der Bär für ein Level hat, um halt den höchstleveligsten auszunehmen. Ich habe, wie gesagt, immer noch nicht rausgefunden, ob es ein Fernglas gibt oder nicht. Ich glaube, es gibt nach wie vor kein Fernglas. In Ark gibt es ja ein Fernglas, damit kann man dann das Tier jeweils dann angucken und kann sehen, was das für ein Level hat und kann dann entsprechend entscheiden, ob man es zähmt oder nicht. Bei Dark and Light ist das nicht möglich. Aber wartet mal, jetzt sind sie doch da beschäftigt mit Fressen. Vielleicht ist das ja meine einzige Chance, wenn sie da jetzt gerade sich nicht um mich kümmern. Hui, hui, lass mich los, hui. Hui, nach vorne, okay, nach vorne abspringen. So, Moment, das ist die 3. So, wenn ich jetzt einfach auf den nächstbesten Bären schieße, von hier kann ich sie nicht treffen. Das ist natürlich nicht so schön. Ja gut, dann sollte ich jetzt nicht diese wertvollen Eisenharpunen verschwenden. Warte, ich kann doch da drüben hin auch, oder? Kann ich nicht hier oben hin? Einfach hier oben drauf. Oh, Griffin. Nein, 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 nein. Das mit dem Griffin, mit dem zu landen, ist nicht so einfach. Der geht immer so ein Stück noch nach vorne und man hat keinen Rückwärtsgang. Das ist ein bisschen doof. Ah, die Bären haben mich gerade gecheckt. Wartet mal. Kann ich ja an sich eigentlich wieder hier drüben hin? Lande, lande, lande. Okay, jetzt muss ich mal hier einen U-Turn machen. Hui. Wie sie wieder da hingehen und sich ablenken lassen. Ah, jetzt. So, welchen nehme ich denn? Ich nehme... Moment, der ist Level 8 und der andere... Ne, Moment, sind das die Level? Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt den helleren von beiden. So. Ich könnte auch eigentlich gleich beide zähmen. Fällt mir mal so auf. Das Schöne ist ja auch, wenn ich die mit den Harpunen belege... Ernsthaft? Der liegt schon? Ne, ich wollte gerade sagen. Der hat gerade so komisch gezuckt, deswegen dachte ich, der liegt. Aber er liegt noch nicht, wie es aussieht, oder? Ich kann es ganz schwer nur beurteilen gerade. Jetzt liegt er. Oder? Ich weiß es nicht. Wisst ihr was? Wir nehmen den anderen auch gleich noch mit. Ne, Moment, der liegt nicht. Warum liegt der nicht? Hä? Oh Gott. Sehr verwirrend hier. Okay, also... Ich weiß nicht. Da müsste doch dann eigentlich daneben stehen, wenn der schläft, müsste doch daneben stehen. Wie sagt man hier... Wie hieß denn das nochmal? Unconscious oder so müsste doch dann da eigentlich stehen, oder nicht? In den Po. Macht die Bären froh. Hm. Ist der schon bewusstlos? Ich kann es echt nicht beurteilen, ohne Spaß. Wisst ihr was, wir steigen mal kurz auf den Griffin und fliegen mal ganz kurz in die andere Richtung, weil dann folgen sie mir ja, glaube ich. Und wenn sie mir dann folgen... Hä, wie er nicht wegkommt, haha. Schön. So, uno momentito. Jetzt fliegen wir mal hier einen kleinen Bogen. Und der Bär hängt fest, der andere, sauber. Okay. Nee, doch nicht. Scheiße. Okay. Ha! Oh nein! Nein, 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 wie komme ich nicht hoch? Schnell auf den Griffin! Schnell, schnell, schnell! Juhu! Gott. Oh shit. Ja, lauf den Berg runter, genau. Bleib einfach weg. Gee, it's hot. I want to find a cool place. Jetzt nicht. Ich muss den Bären hier zähmen.
Ich muss jetzt echt mal an den rangehen und gucken. Eigentlich. Weil ich weiß nicht, ob der jetzt hier schon schläft, aber der guckt mich immer noch an. Hä? Hallo? Also, ich kann es echt nur sehr schwer beurteilen gerade. Aber offensichtlich. Also offensichtlich schläft er noch nicht, weil er guckt mich ja immer noch an. Alter, ich habe schon so viele von den verbesserten Pfeilen reingejagt in den Bären. Das gibt's gar nicht. Guckt euch mal an, wie viele Pfeile der schon gefressen hat hier. Das kann doch nicht sein. Das ist doch abnormal hier. Komm, jag mich. Jag mich! Dickes Gerät, du. Das kann ja nicht wahr sein. Mache ich irgendwas falsch gerade? Ich weiß nicht. Warte mal. Ich nehme jetzt nochmal den Griff hin, steig da nochmal drauf. Und guck mir jetzt nochmal an, wo der Bär mich hinverfolgt oder wo er hinfliehen möchte, wenn ich mich von einer bestimmten Richtung nähere. Na, jetzt bewegt er sich wieder. Will er mich erreichen? Der kann doch da an sich eigentlich nicht festhängen. Das müssen doch schon eigentlich die Leinen sein, oder? Würde ich jetzt mal vermuten. Oder hängt der da jetzt fest? Jetzt müsste doch, wenn die letzte Leine eigentlich los ist, müsste er doch eigentlich laufen können wieder. Ich verstehe das gerade nicht. Moment, irgendwas ist da gerade komisch. Auf jeden Fall kann man Bären zähmen. So viel weiß ich. Es gibt ja auch einen Sattel dafür, insofern. Aber ich check gerade nicht, was da jetzt genau los ist mit dem Bären. Warum hängt der da jetzt da so fest an der Stelle? Oder sind das meine Seile? Nee, das kann doch nicht sein. Der kann doch nicht nur von einem Seil festgehalten werden. Das kann doch nicht sein. Oder doch? Jetzt ist das eine Seil weg. Ich glaube, der hängt fest, ohne Witz. I shit you not. Guckt mal. Der wackelt da so komisch rum. Ich gehe jetzt mal an den ran. Vielleicht liegt der wirklich schon. Und das ist einfach nur eine ganz seltsame Art der Darstellung dafür. Wartet mal. Das. So, Moment. Nee, der lebt. Also, der ist noch wach. Moinsen. Guckt mal, er macht gar nichts. Er ist voll friedlich. Aber ich sag's mal so, der ist kaputt, weil das ist definitiv nicht normal. Das ist sowas von nicht normal, was hier passiert. Hast du mich jetzt wieder? Willst du mich? Vielleicht muss ich ihn mal kurz mit dem Griffin da rausschubsen. Oder wartet mal, der bewegt sich wieder. Ah gut, es regnet. Ich brauche gerade was zu trinken. Moment, ich hatte da auch noch eine Wasserflasche. Die kann ich gleich mal voll machen. Ist es neu, dass das dann so über mein Gesicht läuft? Ah nee, okay. Das war nur vom Trinken. Alles gut. Ich bin gerade echt verwirrt, was diesen Bären angeht. Jetzt ist gerade hier. Guck mal, jetzt sind die letzten Leinen los. Und der sitzt da immer noch rum. Ich glaube, der hat sich verkeilt da an der Stelle. Der kommt da nicht weg. Toll. Habe ich meine ganzen Pfeile wahrscheinlich umsonst reingepustet in den. Weil der, wenn der nicht rumläuft, kriegt er, glaube ich, dann auch keine Torpor. Wartet mal, wir müssen jetzt mal. Kann ich dich nicht da rausschieben irgendwie? Scheiße. Komm mal her, Dicker. Mann, das gibt's doch nicht. Scheiße. Muss ich mir einen anderen Bären suchen? Der ist kaputt. Der ist kaputt, ohne Witz, der geht nicht. Der hängt da drin fest. Verdammt. Ja, gut, aber gut. Ich meine, hier muss es ja irgendwo noch andere Bären geben, ne? Kann ja nicht der einzige Bär sein. Da ist noch einer. Wie sich die Viecher nicht gegenseitig angreifen. Moment mal, da läuft auch noch einer rum. Also mit dem Berg hochlocken ist offensichtlich keine so wahnsinnig gute Idee. Das sollten wir vielleicht dann demnächst aus dem Repertoire streichen. Verdammt, jetzt habe ich auch nur noch 18 von diesen Pfeilen. Na, wartet mal, ich kann ja versuchen, den Bären erstmal so ein bisschen in meine Nähe zu locken. Von meiner Location. Oder auch nicht, der will mir irgendwie nicht folgen. Warum willst du mir nicht folgen? Du musst mir folgen. Warte mal, hier ist doch ein Stein, ein schöner großer. Mal hier hochgehen. Dann kommt der Bär. Und der Bär, der kommt den Stein hoffentlich nicht hoch. Aber das Blöde ist, wartet mal, ich muss jetzt auch erstmal hier ein bisschen nochmal mich so manövrieren, dass ich, wenn ich absteige vom Griffin, nicht am Ende der Griffin oben steht und ich unten bin und dann am Ende gar nichts mehr geht. Wartet mal, so, jetzt probieren wir das nochmal hier mit dem Bären. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Bär! Hier, oh, der ist Level 68, nicht schlecht. Wie es nicht. Hä? Ah, wie es nicht geht.
So. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Bloß nicht runterfallen. Nummer 4 war das, glaube ich. Ja, der andere hing fest. I shit you not, der andere hing fest. Okay, das ist natürlich sehr ärgerlich. Ha! Auf den Griff hin, schnell! Hui, hoi, 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 hoi. Okay, er hat die Seile durchgerissen. Das ist jetzt natürlich so eine Sache hier. Wartet mal. Muss mich erstmal hier wieder neu orientieren. Ich weiß nicht, wie schnell der Bär die Torpor verliert halt auch, ne? Das ist so die andere Sache. Also wie schnell der wieder bewusst ist. Also wie schnell der wieder... Lande doch! Oh Gott, ich drück die Leertaste und er macht es nicht. Das ist so genau wie bei Ark. Genau so nervig. Ich drücke die Leertaste und was macht er nicht? Er landet nicht. Das geht so nicht. Wenn ich die Leertaste drücke, erwarte ich... Nicht da! Gott. Wenn ich die Leertaste drücke, dann erwarte ich, dass gelandet wird. So, Moment. Wo zur Hölle ist jetzt der Bär wieder hin? Da! Der hängt doch schon wieder so komisch fest. Vor allem, wieso geht das denn auf die Entfernung schon wieder nicht? Das ist doch alles ein Driss, wartet mal. Vor allem, ich habe schon wieder nur noch 9, ne Moment, 11 Pfeile habe ich nur noch. Wartet mal, der rennt weg. Uah. Nein, geh doch weg da, geh weg! Oh Mann, ich hasse das, wenn er da so auf dem Tier festhängt, ey. Das ist so nervig beim Absteigen. Ich will einfach nur von dem Tier runter und ich kann es nicht, weil er einfach nur dumm festhängt. Das ist einfach so nervig, echt. Lande! Nein, lande oben! Auch genauso wie in Ark. Man will landen, aber er landet irgendwo und nicht da, wo man eigentlich landen möchte. So, warte. Scheiße, daneben. Jetzt habe ich ihn. Ich frage mich halt, ob man den Bären auch mit normalen von diesen Harpunenpfeilen betäuben kann. Das wäre halt mal eine wichtige Info. Da habe ich halt keine Ahnung. Ach Mann, scheiße. Sei doch nicht so erratisch hier. Dickes Gerät. Wie kann so ein dickes Gerät so erratisch rumlaufen? Vor allem, ich treffe, glaube ich, schon wieder die Hitbox von irgendeinem Stein oder so, glaube ich. Ich treffe, glaube ich, den Bären schon wieder nicht. So, jetzt habe ich keine Harpunen mehr. Moment, jetzt muss ich mal schnell hier die normalen Dinger nachladen. Jetzt die letzte Hoffnung. Nimm doch die Dings. Shit. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege mit dem Bären. Also wenn der Bär schon so aufwendig ist. Aber wartet mal, ich habe da noch den Kopfweb-Zauber, fällt mir mal gerade ein. Wo ist denn der Bär jetzt hingelaufen? Wo ist denn der Bär jetzt? Der ist doch hier durchgelaufen jetzt gerade, oder nicht? Wo ist der Bär? Hier sind jetzt ganz viele andere Bären. Da ist der Bär! Komm her, Bär! Komm zu mir! Moment, der Kopfweb-Zauber, wie ging das nochmal? Rechtsklick war das, ne? Geh weg, geh weg, geh weg. Oh nein, ah. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen das jetzt einfach so, während der Griffin tankt. Ich hoffe nur, der Bär... Oh, der macht ganz schön viel Schaden am Griffin, merke ich gerade. Na? Wie lange dauert das halt auch, bis der mal betäubt ist? Ist so die andere Frage, ne? Man weiß es nicht. Warte mal, vielleicht wenn ich jetzt hier hochfliege... hier einfach mal lande. Wo ist er jetzt? Ich darf ihn auch nicht aus den Augen verlieren. Das ist das andere. Das andere massive Problem ist das. Da ist er. Im Wald. Nein, er fällt runter, glaube ich. Oh Gott. Wie ging denn nochmal dieser Kopfweb-Zauber, verdammt? Wie ging das nochmal? Muss ich da... Wie? Nein, nicht so. Warte mal, das war... Wie ging das denn nur... Ich hab's schon wieder vergessen. Es ist schon wieder so lange her. Ich habe gerade wieder so ein bisschen einen größeren Abstand gehabt zwischen der letzten Session und dieser Session hier. Deswegen habe ich schon wieder vergessen, wie das geht. Das ist furchtbar. Ich hätte es vorher nochmal ausprobieren sollen. Irgendwie ging das. Man konnte doch irgendwie das Tier verlangsamen mit so einem Zauber. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss es gleich nochmal ausprobieren, wie das ging. Weil für Wyvern, genau, da habe ich ja die Wyvern damit gezähmt und für, wenn ich jetzt einen Nidhogg oder einen Drachen oder so zähmen möchte, dann muss ich das ja da auch anwenden. Insofern, das ist schon ein wichtiger Zauberspruch, glaube ich. Nein, hau nicht ab. Oh. Moment.
So nicht. Ah. Und schon hat er wieder die Aggro. Geh mal wieder zurück zu dem Stein. Lande. Oh nein, nicht da. Na gut, egal. Ja, genau, komm her. Komm her, du Bär. Uah! Wie er hier von hinten immer rauflaufen kann, das kleine Schweinchen, ey. Von vorne kann er nicht rauflaufen. Auf den Lande! Ich habe Leertaste gedrückt. Du sollst landen, wenn ich Leertaste drücke. Kriege ich einen Kasperkopf. Nein! Ich hasse das, wenn ich da so drauf festhänge. Verzeihung, wenn ich so da so ein bisschen, so ein kleines bisschen ausraste. Wieso treffe ich jetzt wieder nicht? Weil da wieder diese komische Hitbox von dem komischen Stein im Weg ist wahrscheinlich. Ja. Ja. Das gibt es nicht. Jetzt. So, jetzt komm. Ich frage mich, wie viele Pfeile ich brauchen werde. Wahrscheinlich schon auch einige. Kommt er zurück? Ja. Lass mich runter. Gott. So. Manchmal ist das seltsam. Er bleibt einfach stehen. Und man denkt, ah, jetzt habe ich ihn, aber weit gefehlt. Nicht da hinten hin. Da ist die Hitbox wieder so komisch. Oh. Oh, nein. Er versteckt sich unterm Stein. Wie das nicht sein kann. Ja, greif mich an. Komm. Kriegst mich eh nicht. So. 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 Das ist gut gerade. Ich lande gerade einige Treffer. Lauf, genau, lauf weg. Genau, lauf. Sehr schön. Immer schön laufen. Ja, ja, wegrennen, genau. Sehr gut. Wunderschön. Okay, aber ich würde sagen, an der Stelle ist jetzt erstmal wieder die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, Dark and Light. Und dann habe ich hoffentlich diesen Bären endlich gelegt. Mal schauen, wir werden es sehen. Der haut jetzt gerade ab, das gefällt mir gar nicht. Ich muss schnell hinterher, oh Gott. Bis zur nächsten Folge, Dark and Light. Bis dann, ciao, ciao.